Damit willkommen zurück zu Baldur's Gate und den Legenden der Schwertküste. Punkt. Ja. Wir sind hier oberhalb von Nashkel, da wo wir eigentlich hinwollen. Und der Montaron, der nervt auch schon. Ja, anderer Punkt. Ich habe den Editor, ich habe es schon mal angesprochen, den würde ich gerne aktivieren und ich habe ihn aktiviert. Und die Axtfertigkeiten habe ich ihm genommen, dem guten Kagane, und habe ihn jetzt zu einem Spitzewaffen Meister, glaube ich, gemacht. In Ordnung. In Ordnung. Ja, ist in Ordnung, finde ich auch. Und wir wollen mal sehen, was passiert, wenn wir weiterreisen, nämlich nach Nashkel. Das und natürlich krass Goblins. Ganz üble Wichte. So. Das war einfach gut, aber naja. Warum denn ich? Nachdem das eure eilige Flucht aus Kerzenburg erst so kurz hinter euch liegt, scheinen die Unruhen an der Schwertküste für eure bereits angeschlagenen Nerven eine Zusatzbelastung zu sein. Gorion würde es aber nicht schätzen, wenn ihr untätig herumsitzt. Und die Untersuchung örtlicher Angelegenheiten wird vielleicht etwas Licht in eure eigene prekäre Lage bringen. Was der Eisenmangel oder der Aufruhr in den Minen von Nashkel mit euch zu tun haben könnte, ist euch allerdings ein Rätsel. Tja, wenn er das sagt, dann wird es wahrscheinlich so sein, der Gute. Ja, hier der freundliche Arm hat zwar nichts mit Nashkel an sich zu tun, aber das soll uns natürlich nicht stören. Oh, jetzt fällt mir natürlich auf, wir haben gar keine spitze Waffe. Das ist natürlich spitze. Tja, Onu. Dann haben wir jetzt gar keine... Wir hatten noch die ganzen Morgensterne, die haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Das ist natürlich ungünstig. So, ganz leicht ungünstig ist das jetzt. Wurfwaffen haben wir zumindest noch. Na gut, wir haben die ganzen Elfiche, die müssen wir nochmal austauschen. Je nachdem. Was haben wir denn jetzt? Stumpf und Spitz, ne? Genau, Stumpf 1, Spitz 3. Die Axt haben wir genommen und ausgetauscht. Ja, weil ich weiß nicht, Schwerter ist zwar ganz nett, aber irgendwie finde ich die immer so ein bisschen. Ich würde nicht sagen langweilig, aber irgendwie irgendwo auch langweilig. Weil ist halt so. Aber gut, wir... Kein Bock zu reden. Ja, kein Bock zu reden, ich auch nicht. Wir marschieren einfach Warum mal rein. Warum denn ich? Das weiß ich nicht. Aber ganz schön. Geh zur Seite, Bürger! Ach ja? Bardolan sagt, gebt euch zu erkennen. Genau. Ich bin Bunkfuß und dies sind die anderen Abenteurer. Ich habe gehört, dass diese Gegend in letzter Zeit einige Schwierigkeiten durchlebt hat. Erlaubt mir, euch während unseres Aufenthalts zur Verfügung zu stehen. Wenn ihr Probleme lösen möchtet, seid ihr willkommen. Wenn ihr sie verursachen wollt, dann geht besser woanders hin. Die Lage hier ist nicht so gut, Bunkfuß. Ach ja? Wieso ist die Musik so leise? Egal. Wir werden euch keine Schwierigkeiten bereiten, dessen könnt ihr sicher sein... Nein, was ist nicht gut? Alles, was ich höre, sind Gerüchte und vage Verdächtigungen. Ja, also, was ist hier überhaupt noch gut? Unser Eisen ist verdorben und es gehen Gerüchte über Dämonen in den Minen um. Die unteren Ebenen wurden während dieser Krise praktisch verlassen. Und dann ist da noch die Sache mit Kommandant Brage. Oh, die haben ihm diesen Titel ja weggenommen. Aber ich benutze ihn immer noch. Er hat eines Nachts in einem Wutanfall seine Frau, seine Kinder und alle, die ihn gesehen haben, getötet. Dann ist er in die Hügel geflohen. Er ist immer noch irgendwo da draußen. Und wir betrauern ihn selbst ebenso wie seine Opfer. Also, pfui. Jetzt habt ihr einen gestandenen Soldaten doch glatt zum Weinen gebracht. Tja. Interessant. Also die finden das wohl gut, dass wir hier sind, dass wir aushelfen, dass... Das lobe ich mir. So, hier hätten wir eine Taverne. Wirtshaus in Nashkel. Und hier ist der Laden in Nashkel. Ich bin ganz Ohr. Guten Tag, Frau Bürgerin.
Hallo Süßer, so wie ihr aufgetakelt seid, seht ihr ganz schön abenteuerlich aus. Das ist gut so, wir brauchen mutige Leute, die sich das mit der Mine mal näher betrachten. Welche Schwierigkeiten gab es an ihrer Mine, meine Dame? In den Minen geht was Seltsames vor sich, das sage ich euch. Viele Mädchen hier in der Stadt haben ihre Männer an diese Mine verloren. Und sie schicken immer noch mehr Männer zum Arbeiten dahin. Ich weiß ja auch nicht, was da los ist, aber es wäre bestimmt ganz gut, wenn ihr euch die Sache da unten mal anseht. Sache da unten ansehen, da bin ich genau der Richtige, gute Frau. Hey, geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf. Ewig stinkender Schwachkopf? Ein Dutzend Männer sind in der Mine verschollen. Sicherlich liegt ein Fluch über diesem Ort. Die Ausreden des Vorarbeiters glaube ich nicht. Und da kann er mir bezahlen, was er will. Ich gehe nicht mal mehr in die Nähe. Ihr seid verrückt, dass ihr dorthin geht. Ich bin ganz Ohr. Naja, selber verrückt. Tja, Laden in Naschkel. Wir kaufen erstmal ein, beziehungsweise verkaufen unseren Müll. Genau. Guten Tag. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Wie wär's mit einem kleinen Geschäft, so ganz nebenbei, mein Freund? Ich habe einen Mann, der schwört beim Bart seiner Großmutter, dass er oben in den Eisfeldern der Cloud Peaks, der Wolkengipfel, einen weißen Wolf gesehen hat. Es war ganz in der Nähe, Richtung Süden. Hä? Und jeder, der ein Schwert in der Hand zu halten weiß, könnte das hier ganz leicht erlegen. Naja, ich weiß ja nicht. Ihr sollt für das Fell gutes Geld von mir erhalten. Dafür stehe ich ein. Ihr riskiert also nichts. Denkt dran, auf euren Wegen, Punkt. Kann ich euch für eins der Dinge in meinem bescheidenen Laden interessieren? Jetzt somit nichts. Durch irgendetwas werden die Menschen in den Minen getötet und die Garde von Am kann es nicht aufhalten. Anscheinend ist das Eisen aus der Mine von Naschkel verdorben und es gibt Dämonen in den unteren Ebenen. Außerdem ist ein Wächter namens Brage Amok gelaufen und noch auf freiem Fuß. Naschkel ist wirklich eine unruhige Stadt. Achso, zweites Kapitel. Nachdem eure eilige Flucht aus Kerzenburg erst so kurz hinter euch liegt, scheinen die Unruhen an der Schwertküste für eure bereits angeschlagenen Nerven eine Zusatzbelastung zu sein. Gorion würde es aber nicht schätzen, wenn ihr untätig herumsitzt und die Untersuchung örtlich angelehnt. Das hat er doch vorgelesen, was lese ich das denn wieder vor? Was für ein Quatsch. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Genau. Das ist ein Spruch, den bringe ich auch mal wieder. Ja, kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ein netter Spruch. So, Bastard, Schwert, Helm, Luchsauge. Sei wachsam. So, die ganzen Schwätsche, die wir schmeißen alle mal raus. Wir brauchen den Müll nicht. Dann haben wir Will. So, Blutstein, LOL und den ganzen anderen Rest verkaufen wir auch mal spaßhalber. Und jetzt schauen wir, was er wirklich denkt. So, wir brauchen Flegel. Ja, wir brauchen einen Flegel. Flegel besteht aus einem kräftigen Holzgriff, der mit einem Eisenstab, einem spitzenbesetzten Holzstab oder einer spitzenbesetzten Eisenkugel verbunden ist. Die beiden Teile sind entweder mit einem Scharnier oder einer Kette verbunden. Ursprünglich wurde diese Waffe zum Dreschen von Getreide benutzt. Jetzt benutzen wir sie zum Dreschen von Gegnern. Oder der Morgenstern. Tja, 2W4. Ich muss ja sagen, ich bin so ein ganz großer Flegelfreund. Mag Flegel. Eigentlich. Deswegen benutzen wir den auch mal Spaß. Aber was haben wir denn für ein tolles Buch? Die Geschichte. Schicksalsmünze. Ja, den Quatsch haben wir schon gelesen. Diese Geschichte war schlecht. Ja. Ich überlege gerade. Kurzbogen einmal, Kurzbogen zweimal. Denn in den Minen werden wir wahrscheinlich viele Bögen bekommen. Schätze ich jetzt einfach mal so. Ich weiß es natürlich nicht. Habe ich jetzt geholt? Achso, jetzt habe ich den... Ah, ja. Jetzt habe ich ihm den Flegel gegeben. Flegel auf das Verhalten. Was kann ich für euch tun? Kannst ihm mal die Waffe in die Hand drücken. Oh, ist aber ganz schön schwer. Ganz schön schwer, gute Kameraden zu finden. Na. Sicher. So, die Stride Axe können wir dann wieder verkaufen. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Im Rucksack. Ja, leider den Unverwundbarkeitsrang hätten wir vielleicht vorher mal verkaufen sollen. Da hätten wir jetzt ein bisschen was an Kohle. Gut, dann würde ich sagen, was soll ich denn da sagen? Ich würde sagen, wir... Ja, Morgenstern. Streitkolben auch ganz nett, ne? Ist aber eine stumpfe Waffe. Können wir auch damit umgehen? Damit können wir auch umgehen, aber...
Ich würde sagen, wir machen das erstmal nicht. Stehlen lasse ich mal sein, denn unser Stehlenwert ist ziemlich schlecht. Und auch sonst, wie immer halt in so Spielen, die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ist wahrscheinlich irgendwo bei gar nicht so wahrscheinlich. Deswegen finde ich das gar nicht so gut. Ja, Stabschleuder plus 1. Und unsere Schleuder. Bisschen was an Fernkampf haben wir noch. Ja. Kurzbogen, wie gesagt, wichtig. Hier haben wir ein paar Pfeilchen und einen weiteren Kurzbogen. Gut. Können wir notfalls umsatteln. Umdisponieren. Ja. Und da wir jetzt wieder die drei Punkte haben, dürften wir jetzt mit dem Flegel ganz gut treffen. Also im Grunde genommen einfach nur die Waffenklasse gewechselt. Hat nichts mit Cheaten zu tun, sondern einfach nur ja, Äxte gegen Sachen getauscht. Ich weiß auch noch, dass es einen dass in Ulcaster bei dieser komischen Schule, da gibt es auf jeden Fall noch einen besseren Flegel, wahrscheinlich plus 1er, aber ja, jetzt sind wir hier. Ist auf jeden Fall was für die Zukunft. Denn ich weiß nicht, ob wir da so gut mit klarkommen. Oh, stimmt, wir haben noch was zu tun. Gehen wir doch einfach mal spaßhalber in der Taverne im Wirtshaus in von Aschgell nachfragen, was denn. Ja, ich weiß. Mag zwar nicht ganz damenhaft sein, was ich jetzt mache, aber ich schneide euch trotzdem die Kehle durch. Wie bitte? Naira sagt, ist vielleicht nicht sehr damenhaft, aber ich schlitze euch jetzt den Hals auf. Was ich für ein Glück habe, ihr rennt mir genau in die Arme. Der Beschreibung nach hatte ich mich ja auf eine lange Jagd eingestellt. Aber ich will mich nicht beschweren. Möge der Herr der Schatten euch einen schnellen Tod bereiten. Nein. Versuchen wir es mal rauszureden. Wenn es Geld ist, das ihr wollt, dann können wir doch sicher ins Geschäft kommen, oder? Ich habe meine Vereinbarungen und daran halte ich mich auch. Andere würden sich vielleicht auf ein solches Angebot einlassen, aber denen fehlt es meiner Meinung nach an Zielstrebigkeit. Triebigkeit, nicht sträbig. So, die Naira. Ich würde sagen, die verhauen wir einfach mal, oder? Und wie machen wir das am sinnlosesten? Ich würde ja sagen, indem wir sie einfach... Wir befehlen ihr, leg dich hin. Habt ihr mit mir gesprochen? Nee, mit ihr. Wir versuchen unser Glück. Oh. Nicht so fest, Meister. Wer sagt ihr das mal, dass nicht so schnell fest schlafen sollen? Schreien die alle wieder so. Und jetzt ist die Musik wieder so krass laut. So, lass das mal sein. Okay, wir fahren sie. Hier liegt der Boden, kann nicht viel machen. Tja, das war ein schnelles Ende. Oh, ein neuer Hut. Und ihr Bäuerchen, muss das denn sein? Infravisionshelm. Das habe ich jetzt auch nicht identifizieren müssen. Das hat unser Bunkfuss einfach so rausgefunden. Infravisionshelme, die Augen der Wahrheit. Als eine Art Totengräberin ließ sich Babette Malmström diesen Helm als Hilfe für ihre Ausflüge in die Kerker und Verliese bauen. Später führte sie ihren angesammelten Reichtum ausschließlich auf die Kraft des Helms zurück. Obwohl ihr scharfer Blick wohl auch noch von Nutzen gewesen sein dürfte. So viel ihr... Ist das noch erlaubt? Rüstungsklassenbonus? Nein. Verleitungsträger in Provision bis zu 36 Meter. Läuft. Das Gute ist, wir haben einen sogenannten Halbling, glaube ich, ne? Kämpferdieb, der ist Halbling. Ja, das ist ein armer Halbling. Wir haben wirklich von allem was, ne? Halbling, Gnom und Zwerg. Ja. Und Halbling, Gnom und Zwerg in die Bar. Zack. Mit dem Schmerzen weg, kostet nur eine Mark. Braucht kein Mensch. Ja, das war ein schnelles Ende. Das kann nämlich auch übel enden mit der Holden. Wenn sie anfängt, Leute hier zu festzuhalten, dann kann man sich nicht mehr bewegen und dann wird man verhauen. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Da. Lass mich durch, damit ich weitergehen kann. Ich habe keine Zeit für leeres Geschwätz. Es ist schon schwer genug, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, auch ohne, dass ihr mich dabei aufhaltet. Das glaube ich. Meine kleinen Worte auf mich. Ja, deine kleinen. Ich bin nicht in Feierstimmung. Wie können sie nur Feste feiern, nach allem, was das Scheusal Brage getan hat? Ich kannte die ganze Familie. Unfassbar, wenn man bedenkt, dass er Kommandant der Garde war. Ist das so?
Meine klaren Worte auf mich. Hey, Kollege. Meine klaren Worte auf mich. Hey, Kollege. Brauche ich mehr Bier? Das ist ein widerliches Gerülpse. Ihr seid wohl neu hier, Naschkel. Ihr seid bestimmt wegen des Jahrmarkts gekommen, stimmt's? Ja, richtig. Zu schade, mit diesen ganzen Problemen, die wir seit neuestem in der Stadt haben. Dadurch ist die ganze Stimmung auf dem Jahrmarkt verdorben. Wo findet dieser Jahrmarkt statt? Der Jahrmarkt? Der ist östlich von Naschkel. Es sind aber nicht besonders viele Leute dort. Ihr benötigt etwas, Fremde? Neu in der Stadt, was? Also, an eurer Stelle würde ich jetzt kehrt machen und wieder gehen. Seitdem die Monster mit den Morden in unserer Eisenmine angefangen haben, scheint diese Stadt verflucht zu sein. Vor ein paar Wochen erst hat der Hauptmann der Garde den Verstand verloren und seine ganze Familie abgeschlachtet. Es wäre nicht gut, hier zu bleiben. Das könnt ihr mir glauben. Tja. Bleiben wir trotzdem hier. Ist mir doch egal. Ratten gab's hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Ja, das ist aber super, dass hier keine Ratten gab. An eurer Stelle würde ich heute Nacht besser im Haus bleiben. Da draußen soll nachts eine Menge seltsamer Dinge vor sich gehen. Ja, was habt ihr heute für mich, guter Mann? Oh. Ich würde sagen, wir trinken mal einen Schluck. Kräftiges Schattenbräu. Wer will bitte aus Schwarzbier in die Tüte gehen? Der Rest hält sich an Schattenbräu. Viele Leute hier in der Stadt haben Angst. Die Minen im Osten fördern nicht mehr viel. Einige gute Männer sind in ihnen gestorben. Haben manch traurige Witwe zurückgelassen. Manche sagen, dass in den Minen irgendeine Monsterseuche herrscht. Oh, das klingt natürlich nicht gut. Monsterseuche? Ach ja, die Seuche von Monster, dieser zuckersüße Dreck, den man da trinken kann, ist besser als andere. Ich glaube, sie sind alle irgendwo Dreck. Aber gut, was weiß ich schon. Meine klaren Worte. Wenn man diese Plörre saufen kann, ist mir unbegreiflich, aber gut. In Ordnung. Ah. Frag mich, ob das Ärger gibt, wenn ich hier was aufknacke. Aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht drauf anlegen. So, gab's hier nicht? Was hat die denn? Achso, Rüstung, hallo? Mitnehmen, verkaufen. Bin ich denn fertig? Völlig fertig? Ja, ich schätze mal, das wird wieder der Standard sein, genau. Bunkfuß, Pflegekind von Gorion, ein Kopfgeld wurde ausgesetzt. Na, von mir aus. Warum denn ich? Ja, das frage ich mich auch. Warum denn immer werde ich angegriffen? Warum denn ich? Alle anderen nicht. Ja, sag ich doch. So, guten Tag. Jetzt mal überlegen. Wir kriegen 600 für den Unverwundbarkeitstrank. Was ist, wenn jemand anders das Gespräch schon öffnet? Schon gut. Nur mal so. Nee, immer noch nur 600. Gut. Dann verkaufen wir den Schienenpanzer. Den haben wir nämlich zu viel. Schriftrolle. Die ist 3 Mark wert. Das ist nicht schlecht. Ich hätte auch gleich einen Helm mitnehmen können, aber naja. So, Schienenpanzer haben wir gesagt, ne? Schienenpanzer und Schriftrolle. 27, joa. Es türmt sich langsam. Also wie gesagt, man könnte auch ihm den Plattenpanzer geben für 900. Statt den Schienenpanzer. Ich frage mich nur... Ne, der ist 50 schwer, da kann ich gerade mal bis 20 was tragen und die Waffen und Co. an sich schon schwer genug in diesen Zeiten. 2 bis 5. 2 bis 7. Ja, das ist natürlich besser. Ist sogar schneller mit Geschwindigkeit 3. Da kann man noch schneller zuschlagen. Ja, Tatsache. Problem ist nur die Rüstungsklasse. Die Rüstungsklasse wird um 1 runtergesetzt. Gut, spielt aber so eine große Rolle nicht. Aber meistens sind wir eh im Fernkampf. Deswegen lohnt das. Nur falls, ne, wenn wir keine Kügelchen mehr haben, können wir ja mal beides ablegen. Oder wenn wir in den Nahkampf müssen, dann nehmen wir selbstverständlich die Stabschleuder. So aber haben wir... auch noch den besseren Schutz. Also lassen wir das erstmal so. Gut, jetzt haben wir eine spitze Waffe mit dem Flegel. Ist doch spitz. Ich schau nochmal. Schlag. Klar, spitze Waffe. Ist ja auch ein Kügelchen vorne dran. Und der hat mit Kurzschwertern hantiert, der richtig. Kleines Schwert, Geschosswaffen. Alles richtig gemacht. In Ordnung. Genau. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um in dem schönen Städtchen Naschkel. Ich finde mir noch irgendwas zu naschen, gell? So, jetzt den... Genau, für die Ehre von Amm, Beron Gastkill, der Bürgermeister. Ich habe Monteron bei euch gesehen. Daher müsst ihr wohl die Gruppe sein, die ich erwartet habe. Willkommen in Naschkill. Ich bin Beron Gastkill, der Bürgermeister. Wenn ihr gekommen seid, um uns zu helfen, werden wir euch gut behandeln. Aber ich würde euch nicht raten, uns hinters Licht zu führen.
Geht weiter. Ich versichere euch, wir sind bereit, euch zu helfen. Was braucht ihr? Ihr habt trotz der Gesellschaft, in der ihr euch befindet, erstaunlich gute Manieren. Wahrscheinlich habt ihr schon von einem Teil unseres Problems gehört. Der Eisenmangel hat die Küste lahmgelegt und unsere Mine liegt mittendrin. Es verschwinden fortwährend Bergarbeiter und das Erz, das es uns noch zu bergen gelingt, ist irgendwie verdorben. Durch eine Säuberung der Mine werden zwar nicht alle unsere Probleme gelöst, aber es ist immerhin ein Anfang. Ich helfe so gut ich kann. Frag mal nicht nach der Belohnung, ist immer schlecht. Danke. Die ganze Stadt wird es euch danken, wenn ihr uns helfen könnt. Ja, genau das. Bin ganz Ohr. Baron Gaskill, das Stadtoberhaupt von Nashkel, hat mich um Hilfe gebeten. Ich soll zu den Minen südlich von Nashkel gehen und herausfinden, warum dort Bergarbeiter verschwinden. Irgendetwas dort vergiftet außerdem das Erz, sodass daraus gefertigte Gegenstände leicht brechen. Wenn wir herausbekommen, was dort unten vor sich geht, ist das vielleicht der erste Schritt, die Auswirkungen der Eisenknappheit zu stoppen. Die Eisenknappheit, na, von mir aus. Ach ja, das ist ja wieder eins der Spiele. Hier rot Scott. Schlaf? Ich brauche verdammt nochmal keinen Schlaf. Dave F. Getötet von 13 Kreischlingen, 4 Kobolden, 6 Urgern und 2 Schreckenswölfen. Nee, in Wurzes Expellere non possis. Ruhe. Mir rufe nichts hervor, dass du nicht wieder los wirst. Nee, in Wurzes Expellere non possis. Nicht hervorrufen. Expellere non. Loswerden Expellere. Expel. Invoke, Expel. Non possis nicht möglich. Ah, verstehe. Ja, Fergus, der sagte, es ist bereits vollbracht. Ich wette, noch nicht. Einmal zu oft. Es war mal ein Mann namens Don, der schlief im Gras neben Mohn. Man glaubte, er spielte tot zu sein und fiel auf seinen Kopf ein Stein. Und nun ist nur der Tod Dons Lohn. Hier ruht Arnell. Ihr solltet erst den anderen sehen. Hier ruht Kelly, ein Atheist. Fein hergemacht, weiß nicht wohin. Hier ruht Rick, dem schon immer ein paar Tassen gefehlt haben. Mike, ich fühle, wie mein Körper zum hellen Licht aufsteigt. Halt, jetzt fällt er. Ach, zur Hölle. Hier ruht Tobin. Ich verplempere hier wertvolle Zeit. Ich lese, bitte seien Sie still. Der an das Gute in allem glaubte. Er starb durch die Hand von Zombies, die er nach dem Weg fragte. Ross, der langhaarige Hippie-Agitator, tot. Aber er war so jung und so schön. Larrys letzte Worte. Teilen wir uns, so können wir mehr abdecken. Dean, die Schlanke, fiese Tötungsmaschine, ist tot. Ach, Dean, Lean Mean, Dean Machine, ja, Killing Machine. Dies ist die letzte Ruhestätte von Elben, der sein Leben an einen Ankeg verlor. Gefressen, doch niemals vergessen. Fremder, staune bei der Enthüllung. Der Zahnarzt Mark B. macht seine letzte Füllung. Armer Steve, als wir sagten Kopf hoch, alter Freund, meinten wir das so. Hier ruht Henrik, der sich tödlich verbrannte am 13. Mirtul 1358. Durch die Explosion einer Lampe, gefüllt mit P.G. Stanfords nicht-explosivem Brennstoff. Oh. DNW, er starb bei einer öffentlichen Versammlung, als die Plattform wegbrach. Als sie sagten, belebt die Toten, nahm es der arme Tony wörtlich. Ich bin ganz Ohr. Hier ruht Kass. Mors Principium est. Der Tod ist der Anfang. Unter diesem Stein ohne Geschrei ruht Mark D., der Junge, der am 23. Mai für immer hielt seine Zunge. Loin o Galchoper, mea gloria fides. Noch mehr? Nee, das, sowas mag ich immer. Diese Grabinschriften. Bens letzte Worte, ich bereue nichts. Aha. In ewiger Erinnerung, Marcia. Bestiae sumus, ut non bestiae simus. Tiere sind wir, damit wir nicht zu Tieren werden. Dies ist die letzte Ruhestätte von Russ. Jeder muss sterben, es zählt, wie man lebt. Ich bin ganz Ohr. Ein Bade, ein rechter Vertreter seiner Zunft, aus seinen Worten sprach Vernunft. Nur zu gerne schrieb er zu jedermanns Segen. Der Anfang war immer zu weit vom Ende gelegen. Und die Moral von der Geschichte, weniger ist mehr, sonst liest man es nicht. Ich hab's kapiert und es schade, dass ich tot bin. Lukas K. Aha. John W. Er blickte den Minenschacht empor, um zu sehen, ob ein Wagen nach unten kam. So war's. Ah. Hier ruht die sterbliche Hülle von Rob.
Wenn nicht, setzt bitte sofort die Totengräber davon in Kenntnis. Okay. Hier wird Andrew. Die Qualität seiner Rüstung wurde nicht gesichert. Charles. Eine Notiz zu viel, einen Tag zu spät. Hier ruht Stan M. Wenn ich nicht mehr alleine stehen kann, ist es an der Zeit zu sterben. Hui. Hier ruht Gills. Ohne Kit, ohne Gier, falscher Tritt, liegt jetzt hier. Hier ruht Greg. Leser. Wenn du Geld brauchst im Leben, grabe nur zu, hier findest du es eben. Chris Parker. Erster Q-Torn 1347. Er kehrte nie von seiner letzten Reise in den Norden zurück. Na gut. Sicher? Sicher. Ja. Tempel von Helm. Helm. Steh mir bei. Bitte? Ah. In Ordnung. Helm, wache über euch und euer Streben. Jawohl. Ah, kühne Abenteurer an unserer Tür. Wohl wahr. Helm schützt die gesamten Reiche und seine Diener stehen zu eurer Verfügung. Der Wachsame ist bereit, euren Gebrechen Abhilfe zu schaffen und somit den unnachgiebigen Blick des großen Anführers abzulenken. Natürlich für eine angemessene Gabe, ja natürlich. Wir wollen uns doch gegenseitig unseren guten Willen beweisen. Ihr versteht schon. Helm wacht über euch und unseren armen, verirrten Bruder Brage. Einen besseren Kommandanten der Garde wird man diesseits von Arm gewiss nicht finden. Eine verblüffende Wandlung für jemanden, der so fromm war wie er. Ohne das Wirken von Kräften der Finsternis ist eine solch starke Veränderung gar nicht denkbar. Wenn er einem bösen Einfluss unterliegt, wäre es vielleicht das Beste, die harte Gerechtigkeit des Militärs eine Zeit lang auszusetzen. In der Garnison wird er keine Zuflucht finden, doch wenn er sich in den Tempel begäbe, nun, er muss um der Wiedergutmachung willen nicht notwendigerweise mit dem Leben bezahlen. Kann ich euch in irgendeiner Weise behilflich sein? Ja, man kann also, man hat die Möglichkeit, ihn entweder der Wache zu übergeben, dann wird er den Kopf kürzer gemacht für die grausamen Taten, oder... Wenn er vielleicht auch nur einen an der Waffel hat oder so, dann ist er vielleicht bei unter Helms Obhut oder in Helms Obhut besser aufgehoben oder zumindest in den Priestern. Aber gut. Ja, ganz wichtig ist das hier. Fluch brechen. Mit Hilfe dieses Zaubers wird der Priester in der Regel Flüche brechen können, die auf Gegenständen oder Personen lasten oder in Form einer Heimsuchung oder bösen Präsenz bestehen. Zu beachten ist, dass dieser Bandzauber eine verfluchte Waffe oder Rüstung oder einen verfluchten Schild zum Beispiel nicht von dem Fluch befreien kann. Jedoch versetzt er die Person, die über einen verfluchten Gegenstand verfügt, für gewöhnlich in die Lage, sich von diesem zu trennen. Bestimmte Flüche können mithilfe dieses Zaubers nicht oder nur durch Anwender höherer Stufen gebrochen werden. Ja. Tja, wenn nichts zu tun. Formelstein zu Fleisch, ja, könnte man sich tatsächlich mal mitnehmen. Beseitigt die Wirkung einer Versteinigung von jedem, den solch ein trauriges Los befallen hat. Tretet einfach an das zu Stein verwandelte Opfer, lest die Formel und zielt dabei auf die Statue. Kann man sich auch mal merken. Sicher. Na, sind wir benehmen? Du Hund. Ja, Wetter wieder besonders gut hier sicher. Unten. Aber ich glaube, je weiter wir uns in den Süden begeben, seltsamerweise, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch mal anfängt zu schneien. Ja, Schnee jetzt auch. Leider ist der Schnee so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen mau. Mauzittung, weil die, naja, es sind so ein paar Flöckchen, ein paar Partikelchen, die da runterfallen. So einen richtig schönen Schneesturm gibt es hier leider nicht. Fand ich auch immer ein bisschen schade, denn mir gefällt das ja. Aber seltsam, ne, dass der Süden... Na gut, hier ist ja auch sind die Minen von Nashkel, da ist er wahrscheinlich ein bisschen bergiger. Wobei, ja doch, eigentlich schon. Eigentlich sogar ziemlich genau das. Denn im Norden, da ist ja, im Norden liegt Baldur's Tor. Baldur's Gate, die namensgebende Habt Stadt. Habt ihr etwas gesagt? Nein. Habt ihr etwas gesagt? Ja. Ich hasse diese Stadt. Hier passiert nie etwas. Hier kann man ja vor Langeweile sterben. Was wir hier brauchen, ist ein guter Krieg. Der bringt wieder Leben in die Bude. Ist auch gut für die Wirtschaft. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht.
Und dieses What we need is another war. Das kennt man auch aus dem Film, der mal, ich glaube, der war mal indiziert, ne? Ich bin aber nicht sicher, deswegen lasse ich das mal, weil... Okay, es ruckelt alles, weil Wetterwechsel. Jetzt könnte der Schnee kommen. Das kommt meistens... Geht das einher mit so einem... Ruckeln. Taverne zum rülpsenden Drachen. Das klingt auf jeden Fall verlockend. Ja, sieht angenehm aus. Ach ja, das ist dieser komische... Der Volo. Da frage ich mich auch, wo sie den hier haben. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Na, pass bloß auf. Ein Dutzend Männer sind der Mine verschollen. Sicherlich liegt ein Fluch über diesem Ort. Die Ausreden des Vorarbeiters glaube ich nicht. Ja, ja, kennt er schon. Hey, Kollege. Der gleiche, der ist von der einen zur anderen Schenkel gelatscht. Ich habe 35 Goldmünzen für ein Schwert von Beregost bezahlt und es ist in meinen Händen dahin gefault. Was kann Metall so verderben? Ist es euch eben so ergangen? Selbst wenn man sein Schwert aus irgendeinem feuchten Verlies hervorgezerrt hat, wird es weich, sobald man es nur in die Nähe des verdorbenen Metalls bringt. Nur auf magische Waffen scheint das Ganze keine Wirkung zu haben, aber wer hat die schon? Jedenfalls keiner, den ich kenne. Ja, das stimmt. Magische Waffen, die helfen. Ja, das ist der gute Volo. Oder ah ja, die Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Das klingt ja so komisch. Ist das hier Asterix und die Briten? Ekelhaft. Seid gegrüßt. Ich sehe es eurem Gewand an, dass ihr hier nicht zu Hause, sondern auf Reisen seid, wie ich. Setzt euch ein Weilchen zu mir. Genießt mit mir die Stimmung auf diesem schönen Jahrmarkt, der weiter im Osten stattfindet. Und lasst uns Geschichten aus fernen und fernscheinenden Landen austauschen. Fernscheinende Länden, ja, das ist meistens so. Austauschen. Ich bin durch ganz Feroen gewandert, doch nach der Gastfreundschaft eines einfachen ländlichen Festes habe ich bislang vergebens gesucht. Es ist eine Schande, wie jedes Freudenfest durch die Ereignisse der jüngsten Zeit getrübt wird, auch wenn man gute Mienen zum bösen Spiel macht. Ihr blickt verwundert rein. So wisst ihr am Ende nichts von den Schwierigkeiten, mit denen die liebenswürdige Einwohnerschaft der Naschkel sich herumschlägt. Wenn ihr eben erst angekommen seid, kann ich euch berichten, was ich weiß, sofern ihr mir euer Ohr schenken wollt und noch ein Bier dazugebt. Wollt ihr von dem hören, was in den Minen vorgefallen ist? Oder die tragische Geschichte des Kommandanten der Garde? Ich habe keine Zeit für solche Geschichten, es gibt Besseres zu tun. Es gibt keinen Grund, ausfällig zu werden. Vielleicht solltet ihr besser gehen. Schon überraschend, was man auf einem Bauernkirmes alles lernen kann, ne? Bauernkirmes? Wir wollen nämlich erstmal einen Schluck trinken. Und dann kannst du uns gerne deine Geschichte erzählen. Ist das Bier billig. Das hoffe ich doch. Jetzt komme ich rüber. Hier ist heute recht wenig los. Naja, geht ganz gut ab. Weil doch nördlich von Stadt der Maiermarkt ist. Nördlich von Stadt, bitteschön, was sieht's aus? Möchtet ihr trinken? Ich würde sagen, wir trinken einfach mal Drachenodenbier. Ist ja auch der rülpsende Drache hier, das wird sich doch anbieten. Irgendwelche Gerüchte vielleicht? Na komm schon. Dieser arrogante Mistkerl. Habt ihr vom Bürgermeister von Beregost gehört? Keldat kommt hierher und erzählt uns, wir sollen nicht mehr so schlechtes Eisen liefern, als könnten wir was dagegen tun. Warum ist da so ein Totenschädel auf der Flasche? Ach ja, weil Alkohol ganz schlecht ist, liebe Kinder. Nicht trinken. Böse. Ja, gut, jetzt sind wir bereit. Ich bin kreuz und quer durch Fahnen gereist und es gibt jedes Mal was Neues zu entdecken. Vielleicht gibt es was Neues, wenn ihr später wieder kommt. Ja, das ist natürlich doof. Wir würden gerne wissen, was er zu sagen hat. Autosave, Quicksave, nimm mal einen Quicksave. Das war natürlich doof. Warum denn ich? Weiß ich jetzt auch nicht. Das machen wir gleich nochmal. Wir haben ja nichts verpasst. Nur ein paar Bier getrunken. Aber das, ein paar Münzen, das soll uns nicht weiter stören. Gut, dann wollen wir hören, was er jetzt zu sagen hat. Ah ja, die Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Mein Gefährtin und ich entschuldige und bei den Minen. Erzählt uns, was sie darüber weiß. Oh, Minen? Es heißt, dass überall entlang der weiten Schwertküste, von den Cloud Peaks bis Baldur's Tor, ein Erzmangel herrscht, der den ansässigen Handel fast zum Erliegen bringt. Räuber, angeblich sowohl Menschen als auch Halbmenschen, ist ja widerlich,
Überfallen Karawanen. Das Erz, das seinen Bestimmungsort erreicht, wird durch einen Schmelzvorgang, der auf unerklärliche Weise von einer seltsamen, das Eisen schwächenden Seuche hervorgerufen wird, spröde und nutzlos. Was, ob das nicht schon genug Grund zur Sorge wäre, ist auch noch die Produktion in der Mine außerhalb von Nashkel gesunken, wobei die deutlich geringeren Produktionsmengen der Unruhe unter den Arbeitern zugeschrieben wird. Das mysteriöse Verschwinden einiger Minenarbeiter hat die ganze Gegend in Aufregung versetzt, sodass die Situation durch das nächste Vorkommnis völlig aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Okay. Richtig, hat immer Schnörkel. Ja, das gleiche, was ich schon kenne. Stimmt eigentlich. Wir fragen mal nach Brage. Könnt ihr nicht noch mehr erzählen? Ich interessiere mich auch für die Geschichte vom Kommandanten der Garde. Achso, das war's? Ah, lass mich zunächst ausdrücken. Dann können wir uns die frühen Morgenstunden mit unseren Erzählungen vertreiben. Frühen Morgenstunden? Ja, das stimmt. Das ist wirklich früh am Morgen. So, die Geschichte vom Kommandanten der Garde klingt faszinierend. Könnt ihr sie mir erzählen? Kommandant Brage von der Garde von Am soll seit einigen Wochen schon verschwunden sein, nachdem sich sein Verhalten seltsam verändert hatte. Während er früher ein Familienmensch mit gutem Leumund war, hat er sich plötzlich im Chaos verschrieben und so randaliert, wie ich es noch nie gehört habe. Seine Kameraden konnten nichts Außergewöhnliches bemerken, was diese Wandlung ausgelöst haben könnte. Eines scheint jedoch bemerkenswert. Gäbe es den Eisenmangel nicht, wäre es wohl nicht bemerkt worden. Aber der Kommandant hatte plötzlich ein neues Schwert. Welche Tragweite diese Information hat, kann ich jedoch nicht sagen. Ich habe aber schon eine Vermutung. Er hat ein neues Schwert und dann läuft er Amok? Nun. Eine interessante Geschichte, das muss man sagen. Gut gemacht, Volo. Viel Glück auf euren Reisen. Und euch auch. Ich bin ziemlich sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Ja, das hoffe ich doch. Brauche ich mehr Bier? Ihr benötigt etwas, Fremde? Widerlich. Es sind Abenteurer in der Stadt, aber die reden nur und tun nichts. Wenn ihr sie seht, gebt ihnen einen Tritt und sagt ihnen, sie sollen endlich mal losmachen. Wir brauchen Hilfe und das schnell. Hey, Kollege! Ja? Bin auf dem Weg? Wenn ihr in der Stadt Arbeit suchen wollt, könnt ihr gleich wieder gehen. Unsere Minen im Osten werden bald geschlossen. Außer den Verrückten und Verzweifelten will da keiner mehr arbeiten. Unten in den Minen ist etwas... etwas Böses. Der Bouncer. Nee, Bouncer ist einfach ein Rauschmeißer. Genau. Geht zur Seite, Bürger, sagt er. Na, von mir aus. In Ordnung. Ach Gott, hier gibt's auch noch einen interessanten Charakter. Ach, den auch. Hallo Kumpel, machst du ein freundliches Gesicht? Ja, danke auch. Gleichfalls, gute Frau. Heute wollen wir mal nicht an die Mine denken und das Fest als Familie genießen. Eine kleine Pause könnte dir ebenfalls nicht schaden. In letzter Zeit gab es einfach zu viel Mord und Totschlag. Lass mich gehen oder die Wache bekommt dich. Ich bin nicht in Feierstimmung. Achso, ja, kennen wir schon. Die gute Frau, die ist nicht so auf Feiern aus heute. Kann man ihr auch nicht verdenken. Vielleicht hat sie auch Mann und Sohn in den Minen verloren. Ach halt. Auch bestimmt auch Frau, ne? Und Tochter, weil ist ja schließlich eine reine Männerdomäne, die müssen wir auch durchstoßen. So, schnell noch die Faust gereckt und dann haben wir es auch schon. So. Vielleicht können wir hier was Feines finden. Abgeschlossen. Habt ihr mit mir gesprochen? Ja. Jedenfalls kannst du mal hier dich um die Türe kümmern. Ich mache eure Arbeit. Ich mach lieber die Tür auf. Guten Tag. Ich mache Leute Arbeit. Hallo, könnt ihr bitte leise sein? Meine Mutter schläft und ich möchte nicht, dass sie aufwacht. Was wollt ihr? Wir wollen all euer Geld. Gebt es uns oder sterbt. Wisst ihr irgendwas über die Minen? Alles, was ich über die Minen weiß, ist, dass in ihren höllischen Tiefen ständig Männer verschwinden. Mein Mann arbeitet in der Mine, aber er ist schon seit Wochen nicht mehr nach Hause gekommen. Danke. Vielleicht könnten wir euch helfen. Wir wollen die Minen erforschen. Beschreibt uns euren Mann. Vielleicht sehen wir ihn ja. Er hat schwarze Haare, blaue Augen. Ach Gott, mit dieser Beschreibung könnt ihr ihn ja nie finden. Er heißt Josef und er trägt seinen Hochzeitsring an der linken Hand. Es ist ein Grünsteinring. Tagebuch aktualisiert.
Wir versprachen einer jungen Frau, dass wir versuchen würden, ihren Mann wiederzufinden, der in den Minen von Nashkel verschwunden ist. Er heißt Josef und trägt einen Ring mit einem grünen Stein. Ja. Mutter schläft. Schlaf. Tief und fest, Meister. Warum denn ich? So. Hier ist ein weiterer Charakter. Den kann man auch mitnehmen. Der gute... Wie heißt der noch? Edwin. Ja, Edwin. Ja, wir reden mit Edwin. Ihr stört mich schon wieder. Was? Ihr geht mir langsam auf den Geist. Haltet ein. Ich benötige die Dienste eurer Gruppe. Ja, sie kommen mir gerade recht. Damit soll ich arbeiten? Armselig. Aber etwas anderes haben wir nicht. Ich bin Edwin und ich möchte, dass ihr für mich arbeitet. Alles, was ihr tun müsst, ist, die Hexe Dana hier zu töten. Wollt ihr euch dieser lästigen, aber nicht desto weniger notwendigen Aufgabe annehmen? Es hört sich einfach an. Ich will tun, was ihr... Warum wollt ihr den Tod dieser Frau? Soll ich sie töten, ohne zu wissen, wofür? Ehrlich gesagt, ja. Das ist nicht eure Angelegenheit. Ihr müsst nur das tun, was euch aufgetragen ist und ansonsten keine Fragen stellen. Wie lautet eure Antwort? Ich werde nichts unternehmen, bevor ich nicht die Fakten kenne. Ich lehne ab. Sieht so aus, als müsste ich mir jemand anderen suchen. Jemand, der mit etwas heikler Arbeit umzugehen weiß. Fort. Ich habe keine Zeit für so etwas. Aber ich wollte auch nur... Na, von mir aus. Aber ist vielleicht auch besser so. So, wir schauen uns mal den Süden an. Was soll schon schief gehen? So, als ob hier seltsame Leute auf mich aufmerksam werden. Nuber sagt, hi, ich bin Nuber. Schön hier, hä? Ihr habt gerade kurz Zeit, so mit euch reden. Na, schon ein paar Monster getötet? Die dummen Halblinge, na, wurden nicht mal eine Tagesreise von den Ruinen der Feuerweinbrücke und würdigen sie keines Blickes. Wenn ich eine ordentliche Klinge hätte und ich die ganze Zeit auf dem Hof schuften müsste, würde ich den ganzen Schatz einsacken. Schatz in der Feuerweinbrücke? Oh, davon haben wir noch gar nicht gehört. Aber dass er mit dummen Halblingen kommt, das gefällt dem Montaraum bestimmt nicht. Und er hat einen spitzen Dolch in der Tasche. Wart ihr mal in Baldurs Tor? Ich war schon mal dort. Uff, ich glaube, ich bin in was hineingetreten. Ja. So, was haben wir denn hier? Nichts. Nur Gestrüpp. Geht's nach Süden weiter? Ja. Würde 2 Stunden dauern. Klar, in den Bergen, da kommt man halt nicht so schnell voran. In der Stadt haben sie alle... Was hat er gesagt? In der Stadt haben sie alle Steine nach mir geworfen und gemeint, ich sei ein Plagegeist. So eine lange Unterredung hatte ich nun noch nie. Wie spät ist es? In Ordnung. Was wollt ihr denn mit der großen Waffe da? Ja. Ach, die ist nur zur Dekoration. Oh ne, läuft uns immer noch hinterher. Aber... Ich hab keinen Bock zu reden. Ja, das glaube ich ihm sogar. Vor allem, wenn der Nuber hinter ihm ist. Womit habe ich das verdient? Hier gab es auch irgendwo was im Boden. Da konnte man irgendwas anklicken. Irgendwo hier war doch was. Oder? Mit diesen Farben sieht er ziemlich blöd aus. Hey da! Ja, was denn? Ist noch was, oder... Ah, ich dachte... Oh, verdammt, ich dachte, wir hätten es überstanden. Hinterstanden? Nein, nein. Ein neues Gebiet. Das soll nur 4 Stunden. Und das hier dort 12 Stunden. Da muss er aber steil bergauf gehen. Ich kannte mal diesen Burschen namens Dilby. Der hat mich auch mit Steinen beworfen. Werdet ihr Steine nach mir werfen? In Ordnung. Wie wäre es jetzt? Der Nuber. Ja... Noch eine interessante Information, oder? Schnell mit der... Die Karp. Reden mit der Karp. Was gibt's Neues? Weiß ich nicht. Ich wünschte, die Lage hier auf dem Bauernhof wäre besser. Aber wenigstens sind wir keine Bergarbeiter. Ja, das stimmt. Was könnte besser sein als diese unverdorbene pastorale Umgebung?
Wo liegt der Unterschied? In jedem Fall verbringt ihr euer Leben mit den Händen im Dreck. Könnte besser als diese unverdammte Pastoralumgebung. Nun, wenn wir eine Ernte hätten, würde uns das schon helfen. Seht ihr diese verkrusteten Erdhaufen? Das sind alles Überreste von der Ernte des letzten Jahres. Die Sonne hat sie erhärtet und der Pflug zerbricht schon beim bloßen Gedanken ans Umpflügen dieses gemarteten Bodens. Mein Sohn hat versucht, die neue Saat zwischen die Ritzen zu stecken, doch da wird wahrscheinlich trotzdem nichts wachsen. Nächstes Jahr um diese Zeit werden wir alle in den endlosen Elendsvierteln von Atkatla leben. Also ja, ich wünsche in der Tat, dass die Lage in dieser unberührten ländlichen Gegend besser wäre. Wie wäre es jetzt? Der legt es aber auch wirklich drauf an, oder? Hey da! Ja. Kann ich helfen? Darf ich helfen? Wie wäre es jetzt? Ja, der möchte halt unbedingt, dass wir ihn umholzen. Machen wir auch gleich. Wie wäre es jetzt? Wie wäre was jetzt? Das Wetter. Es regnet. Wie wäre es jetzt? Ja. Können auch einfach mit Befehl zu Boden strecken. Ich mache eure Arbeit. Kommt, nervt jemand anderen. Genau, nervt jemand warum anderen. Denn ich? Und warum immer wir? Naja. Hey, geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf. Warum denn ganz schön schnellige Burschen, wie? Ganz schön schneidige Burschen. Bitte tut meinem Mann nichts zuleide. Lass uns doch bitte in Ruhe. Das Wetter war in letzter Zeit ziemlich schlecht. Lal. Was ist los, Sohn? Hä? Was wollt ihr gauen an meinem Haus? Raus! Könnt ihr nicht hören? Raus, habe ich gesagt. Ja, von mir aus. Wir sind ja schon weg. Oh, nee, der Idiot sicher wartet vor der Tür. Nicht, dass ihm so gleich mal die Axt ausrutscht. Oh je, weg mit dir, du Hund. Nanu? Hä? Was war das denn? Achso, wie wäre es jetzt? Bitte sei still. Was kann ich für euch tun? Hey da! So. Hau ab. Warum denn ich? Heda! Nix, Heda. Geh weg. Weg mit dir, du komischer, nerviger Sack. Aber sowas gibt's irgendwie immer, ne? Eigentlich nicht immer, aber. Bei. Was war das? Bei Oblivion, da gab's ja auch diesen Fan, der immer ständig nachläuft. Aber dieser Nervsack, naja. Nicht, dass er, wie gesagt, einen Unfall hatte oder sowas, deswegen habe ich ihn einfach nur mal kurzzeitig stillgelegt. So, weiter geht's. Ich glaube, viele gibt es hier eh nicht mehr zu sehen. Ich denke mal, der Jahrmarkt ruft. Ja, wir müssen jetzt merken, wir haben. Was haben wir denn? Wir haben 225 Münzen waren das, glaube ich, für den. Für die Spruchrolle. Ja. Man kann auf dem Jahrmarkt jemanden, der dort festgetackert ist, eine Klerikerine, die kann man entsteinern. Stein zu Fleisch. Und das lohnt sich vielleicht. Aber die nehmen wir sowieso nicht mit, weil wir wissen ja, ne? Hier ist der Nächste. Tut mir ja fürchterlich leid. Was? Aber ich werde euch wohl töten müssen. Darak. Mach das nicht noch einmal. Das soll mein Zorn furchtbar sein. Was ist los? Was war das denn? Ja. Alle verrückt geworden in der Stadt. Ihr seid wohl neu hier, Naschgeld. Ist ja bestimmt wegen des Jahrmarktes gekommen. Stimmt's? Ja, was für Schwierigkeiten? Ja, ja. Wie in dem Osten. Kennt man ja. So, was war da gerade? Irgendwas mit irgendeiner Ruine. Ray, der sagte, verdammt, das Spiel bringt mich noch um. Okay. Und ist er umgekommen oder? Man weiß es nicht, aber es wäre schon möglich, ja, ja. So, Wasserturm haben sie auch. Aber irgendwie ist er mit nichts verbunden, oder? Dann macht das nicht so wirklich viel Sinn, dass der da irgendwie hochgelagert ist. Na gut. Junge willst und. Willst du mit mir kämpfen? Na komm schon! Willst du mit mir kämpfen? Alles klar. Papa war in den Minen, aber Mama sagt, jetzt ist er droben bei der großen Mama. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Ach, wir sind gar keine Fremden. Was soll schon passieren?
Du wirst ja nicht fremdenfeindlich sein, oder? Also komm mit. Papa war in den Minen, aber Mama sagt jetzt darum. Hey, sagt ihr beides gleiche. Willst du mit mir kämpfen? Ich war die ganze Zeit brav. Und jetzt darf ich auf den Jahrmarkt. Ja, doch nicht. Ich soll dir ausrichten, du bleibst hier. Und Abendbrot gibt's auch keins. Geht ohne ins Bett. Und nichts zu Ostern. Hauptmann Brage wird seit ein paar Tagen vermisst. Mama und Papa sagen, dass er verrückt ist. Manchmal bin ich nachts ganz sicher, dass er durch die Wälder um unser Haus streift. Aber ich habe viel zu viel Angst, um nachzusehen. Ja, mach doch mal. Was soll schon schief gehen? Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Ja. Ja, mehr haben die hier nicht zu sagen. Komm, wir lassen mal die Jungs in Frieden. Ach, den kennen wir auch. Wir noch mal, wir hört noch nicht. Wir hört noch nicht. Minsk. Geht auf und tretet vor, damit euch mein Hamster besser sehen kann. Ja, ich sage das mal normal. Lasst uns weiterziehen, Fremde. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Ja, ich werde sie fragen, Bo und ich. Wir sind unterwegs, um Dana hier, meine Schutzbefohlene, zu erretten, die der andere, der Edwin, platt machen wollte. Ihr dürft uns bei unserem Sieg behilflich sein, wenn ihr wollt. Es ist genug Ruhm für alle da. Ja, der gute Minsk und Bu, sein Riesen-Miniaturhamster, der hat leider auch so ein paar Schwerter zu viel auf die Rübe bekommen, aber das macht nichts. Das klassische Dilemma der Maid im Leid. Er kann dazwischen Nein sagen. Entschuldigt bitte, aber sprecht ihr mit einem Nager? Wo ist mein treuer Tiergefährte? Auch wenn man es zuerst nicht recht glauben mag. Das ist, glaube ich, Waldläufer, ne? Und die haben normalerweise immer so einen Gefährten. Und der beschissene Hamster ist halt sein... Ja, das ist halt so sein Kampfgefährte. Immer auf die Augen, Bo, immer auf die Augen. Tweak. Oh nein, ich werde keinen Dummkopf in die Schlacht folgen. Meine Wertschätzung für einen Freund, aber ohne mich. Ja, wir werden einen Dummkopf nicht in die Schlacht folgen. Ihr wollt ein unschuldiges Opfer darben lassen, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Oh, shit. Der wird ja aggro. Das ist allerdings unangenehm. Schutz vor Bösem. Schlaf nicht zu fest, Meister. Sag ich doch. Sicher. Okay, Minsk. Minsk muss mal den Löffel abgeben. Zieh mal ganz kurz die Rüstung aus. Schlaf tief und fest, Meister. Okay. Okay. Hoffentlich lohnt sich's. Haut ab! Ja, das finde ich auch. So. Oh, das war's schon. Minsk wurde am Boden liegend vom Flegel zertrümmert. Warum denn ich? Zweihändiges Schwert. In Ordnung. Ja, das war's. Leider kam er nicht so gut auf unsere Beleidigung oder war nicht so gut zu sprechen. Das heißt, der Edwin will sie umnieten. Die Dinah hier, er möchte sie retten. Mehr ist da leider nicht zu sagen. Bloß auf oder legst du gleich zu Minsk. Papa war eine Mine, aber Mama sagt, ja, immer das Mama Gleiche. Hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Ja. Ihr seht aber cool und die alle die gleiche aus. Mama, weil die sagen euch alles Gleiche. Ob man Brage, ja. Ob das negativ auffällt, wenn wir die. Ne, komm. Bitte um eine milde Gabe. Mein Laden ist geschlossen. Das hoffe ich doch. Weil es kein Eisen gibt. Bitte gebt mir ein paar Kupfermünzen, damit ich nicht verhungern muss. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Moment. Ich habe einen Mann namens Edwin getroffen und habe es abgelehnt, eine Person namens Dinah hier für Geld zu töten. Ich sollte mich vor beiden in Acht nehmen. Wie vor beiden? Vor Edwin und Dinah hier? Demzufolge, was uns ein Bauer erzählt, sind in der Ruine der Feuerweinbrücke große Schätze verborgen. Ich traf einen Bettler, der sein Geschäft wegen des Eisenmangels aufgeben musste. Man darf wohl annehmen, dass der Eisenmangel das Geschäft zahlreicher Händler entlang der Schwertküste ruiniert hat. Ja, davon, denke ich mal, kann man tatsächlich ausgehen. Ja. Das war's wohl mit dem Schutz vor Bösem. Geh zur Seite, Bürger! Nein, geh du zur Seite.
Hey da, hätte ich gesagt, ihr könnt hier einfach reinkommen. Hier dürfen nur amnische Soldaten rein. Kleine Rotznasen wie ihr sind hier nicht willkommen. Los, raus hier, bevor ich euch in den Hintern treten muss. Sag mal, nur weil wir Gnomen, Zwerg und Halbling sind. Kleine Rotznasen. Ich glaube, die treten mir die Kniescheibe weg, Junge. Hey, tut mir leid. Ihr wusstet nicht, dass... Hey, finde ich immer so ein bisschen komisch, ja? Dieses Hey und Hi und sowas. Ja, na gut. Was zum Teufel glaubt ihr, wer ihr seid, uns so herumzukommandieren? Ich glaube nicht, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Haltet den Mund, verschwindet, bevor wir ihm wehtun müssen. Na, wenn ihr uns mit kleinen Rotznasen anspricht. Lass mich doch hier nicht von dir so anpöbeln, ja? Entschuldigt, dass ich euch angeschrien habe, war nicht so gemeint. Ich gehe jetzt einfach, okay? Na, will ich wohl meinen. Mach dich bloß im Acker, warum du. Denn ich? Du Hund. So, amnische Soldaten. Geh zur Seite, Bürger! Komischer Soldat. Mein Schwert ist stumpf und krumm, aber wir bekommen erst neue, wenn die Preise wieder fallen. Nanu? Die Schwerter der Soldaten sind schnell abgenutzt und wegen der Knappheit und des hohen Preises von aus Eisen geschmiedeten Werkzeugen und Waffen können sie nicht neu ausgerüstet werden. Ja, nehmt doch Waffen aus Stahl. Ach nee, Stahl ist nur eine Legierung, ne? Oder war das nicht so? Auf den Kommandanten ist ein königliches Kopfgeld ausgesetzt, aber ich eben ein Schwert nicht gegen einen Soldatenbruder. Auf Brages Kopf ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Jedoch scheinen sich seine Kameraden diese Belohnung nicht holen zu wollen. Ja, ich würde sagen, wir auch nicht. Wir gehen lieber den Weg von Helm. Ja, da wird auf jeden Fall Bunkfuß, der Kleriker Illusionist, noch ein Wort mitzureden haben. Wir werden natürlich nicht ans Messer liefern, sondern in die Obhut Helms geben. So, wo sind wir denn hier? Jetzt haben wir alles gemacht und ist der Verrückte. Den wollen wir natürlich nicht, na. Sicher. Den wollen wir nicht nochmal aufstöbern. Nee, aufschrecken. Also der Süden ist jetzt eine sogenannte No-Go-Area. So, das gibt's natürlich überhaupt nicht. Lasst euch da nicht irgendwas einreden. Alles nur stumm unterlogen. Jedenfalls hört man das so ja immer wieder. Genau wie die endlos vielen tragischen Einzelfälle. Aber gut. Das war schön. Hier mit den komischen Büschen am Rand. Wer wohnt hier? Wer mag hier wohnen? Wir werden es gleich in Erfahrung bringen. Herrenhaus. So. Und da haben wir schon die Bauern. Diese Wachen sind alles Jammerlappen. Wenn es nach mir ginge, wäre dieser Brage längst gevierteilt worden. Er ist ein Mann wie jeder andere auch. Wenn das Schwert in der richtigen Manier gegen ihn geführt wird, wird er genauso leicht fallen wie seine Opfer. Ja, hier der Superkrieger in der Hood hat gesprochen. Was führt eure Gruppe denn in unsere kleine Stadt? Hier gibt es nicht viel zu sehen. Wir sind nur ein Pickel auf dem Hintern von Am. Wenn ihr hier bleiben wollt, muss ich euch warnen. Die Leute sind im Moment sehr gereizt, also macht keinen Ärger. Alles gut, wir wollen ja helfen. Ach, jetzt ist die verdammte Tür wieder zu. Immer machen die Tür zu. Mach nochmal die Tür auf. Macht hoch das Tor, die ich Tor. Mache nee. Eure Arbeit. Die Tür, die Tor macht weit oder so. Oh. Ich mache eure Arbeit. Ja. Auch die Edelfrau. Seid gegrüßt. Wer um Himmels Willen seid ihr? Wieso besitzt ihr nicht einmal so viel Anstand, eure Schuhe vorher auszuziehen? Schaut euch nur den Dreck an, den ihr im ganzen Haus hinterlassen habt. Schert euch hinaus. Hinfort, hinaus, raus mit euch. Ist ja gut. Und die Katze. Und der Düth. Düth. Gut. Dann eben. Und dann warum eben nicht. Denn ich? Weiß ich auch nicht. So. Im Grunde haben wir alles gesehen, oder? Genau, da haben wir die Aufgabe bekommen mit der komischen. Mit dem Josef. Hier haben wir die tollen Informationen bekommen. Wurden wir angegriffen. Einkaufen, Helm. Edwin und Minsk. Ja, jetzt sagen wir, schauen uns mal den Yarmarkt an. Oh, wobei Zeit sagt, aber man kann sich ja dennoch mal grob in die Richtung warum begeben. Ich? Das ist auch eine schöne eigene Melodie. Na, wie sieht's aus? Kommen die Herrschaften mal.
Vielleicht finden wir jemanden, der brennende Messer schluckt. Aha. Und da lag sie, bleich und blutleer neben mir. Wehe den Elfen, sagte ich, wehe all denen, die auf diese Lichtung traten, denn Nosferatus Liebste, die einst wunderschön war, ist gestorben. Oh, sie ist gestorben. Zwischen vollen Schatzthronen und leeren Särgen, da kam die furchterregende Teufelsfledermaus, rotes Blut, rote Augen und rotes Haar, aber nichts roter als zwei scharfe Zähne, die dort glänzten. Damit endet Galahines letztes und belebtestes Werk, Nosferatu. Genießt den Rest des Karnevals, ihr Damen und Herren. Ich habe seit Jahren keinen schöneren erlebt. Und wenn ihr das sagt, seht, wie ich brennende Messer schlucke. Da ist es. Kommt und seht, wie ich brennende Messer schlucke. Ich mach das nicht. Na, Junge, hast du wieder... Ihr solltet den Schneider wechseln. Bitte? Eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Was ist mit deiner Stimme, Lord Binky, der Spaßmacher? Oh, wie ungeschick ihr alle seid. Ich meine, wirklich, das ist ein Karneval, kein Gladiatorenkampf. Ich heiße Bunkfuss. Wie heißt ihr? Ego heißen Bunkfuss. Wie heißt ihr? Oh, ihr werdet nicht lange ungestraft bleiben. Macht ihr mich lustig? Tut ihr mich verspottet? Fort mit euch, Bettler. Sag mal. Lauter Geisteskranke. So, vielleicht ist der Junge noch bei Sinnen. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Ja. Dem Hauptmann Brage. Immer die mit ihrem Hauptmann Brage. Haben die nichts anderes zu tun oder zu erzählen? Alle bekloppt, sage ich. Alle bekloppt. Nicht nur der eine mit dem leichten Hang zum Amoklauf. Ja, this way, good sir. Over here. Da ist es. Da ist es. Die Branwen. Der Lal. Da steht der Hund. Das war in letzter Zeit ziemlich schlecht. Okay. Ich habe allein im letzten Monat 10 Stück Vieh verloren. Komisch, dass sich diese verdammten Räuber plötzlich mit Viehdiebstahl die Hände schmutzig machen. Ja. Waffen und so ist er nicht mehr, ne? Wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt, wo war noch gleich? Ja, this way, good sir. Da ist er. Der Gute, der Zecke. Ja, der Zecke, was? Achso, der spricht hier so komisches Zeug. Ich weiß doch Deutsch. Aha. Kommt her, eilt alle herbei. Seht euch die kriegerische Jungfrau aus Stein an. Jemand weiß, wie lange sie schon in diesem Stein gefangen ist. Für nur 500 Goldmünzen. Aha, 225 kostet die Spruchrolle. Könnt ihr es als Erste herausfinden? Für diese geringe Summe gebe ich euch eine magische Schriftrolle und damit könnt ihr die Jungfrau aus ihrem steinernen Verlies befreien. Denkt nur an die Dankbarkeit, die sie ihren Errettern entgegenbringen wird. Vielleicht ist sie eine Prinzessin aus einem fernen Land oder vielleicht auch eine mächtige Zauberin auf der Suche nach einer Konkubine. Ihr könnt euch eure Unwissenheit nicht leisten. Kauft die Schriftrolle. Tut uns leid, wir haben kein Interesse. Aber sicher, im Moment haben wir das Geld nicht. Wenn ihr das Geld je zusammenbekommt, dann wisst ihr ja, wo ich bin. Der Zecke. Ich denke mal, dem sollten wir nicht den Schädel einschlagen. Ja, für 2,25, wie gesagt, das geht auch günstiger. Ich schätze mal, irgendwo anders wird auch noch so ein Zeug verkauft. Was haben wir denn an Mark? 750. Könnten wir uns tatsächlich leisten, aber ich glaube, das machen wir nicht. Es sei denn, sie ist wirklich so dankbar, wie ihr meint. Dann könnte man sich das nochmal überlegen. Ja, und ich überlege mir das jetzt auch nochmal. Ganz genau. Und beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Baldur's Gate, dann werde ich, glaube ich, eine Entscheidung getroffen haben. Werde ich hier die 500 Mark ausgeben? Werde ich mir den Schädel einschlagen? Oder werde ich sie einfach ignorieren, die Geschichte? Man weiß es nicht. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter mit den Legenden der Schwertküste. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.